Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines Snowfall. Memphis ist am Mikro und wir sind jetzt bei Folge 19 am Sonntag, wo ich gerade richtig schön im Urlaub bin und mich entspanne. Und liebe Grüße übrigens an der Stelle an alle. Ich hoffe, das Wetter in Deutschland ist jetzt gerade auch gut und ihr genießt euren Sonntag. Und genau, viel Spaß mit dieser Folge auf jeden Fall. Wir haben jetzt so ein paar Sachen hier geplant. Beziehungsweise ich habe das geplant und zwar habe ich gedacht, hier diese ganzen Flächen hier könnte man auch nochmal ausweisen und ich wollte eigentlich mal ein Freizeitviertel ausweisen, also ein Viertel, wo dann so richtig hart gefeiert wird, ich glaube aber ist ein bisschen groß hier, nehmen wir ein bisschen kleiner und zwar hier rechts und links von dieser Straße sozusagen, von dieser Hauptstraße hier. Na, jetzt macht er mir ja gerade so ein bisschen zu viel, was er mir ausweist. Genauso richtig schön am Bahnhof entlang. Genau, einmal hier hoch. Ich meine, hier gibt es jetzt natürlich ein paar andere Viertel, so ein paar andere Gebäude, die hier sozusagen entstanden sind. Genau, ist, würde ich sagen, jetzt einfach mal Pech gehabt. So, und dann hier vielleicht noch kurz rein, so in diesen kleinen Punkt hier. So, und das Viertel wird jetzt unser Freizeitviertel. Da gehe ich hier unten auf Gewerbespezialisierung und sage dann hier bitte Freizeitspezialisierung machen und jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier haben wir ja noch ein paar mehr Gewerbeviertel. Vielleicht macht es sogar Sinn, dass ich das hier unten so ein bisschen als Touristenviertel noch ausweise. Oder hier oben zumindest. Ich glaube, ich werde hier oben mal diesen ganzen Teil als Touristenviertel ausweisen. Muss gerade mal schauen. Dafür brauche ich dann hier nochmal dieses Flächentool. Genau. Gehe hier einmal so schön entlang dieser Straße. Ja, zack, zack, zack. Hier oben einmal entlang bis hierhin. So, und das wird unser Touristenviertel. Und was wir hier mit dem Viertel dazwischen machen, mal gucken. Ich meine, ich weise es jetzt einfach mal direkt der Vollständigkeit halber hier aus. So. Einfach kurz hier runter, zack. Genau. Einfach nur, damit wir das sozusagen hier ein bisschen einheitlich haben. Genau. Dann hätten wir das auch. Und das Viertel da oben, das wird jetzt auf Tourismus spezialisiert. Genau, und dann machen wir einmal Wiedergabe. Aber warte mal, bevor ich das mache, ganz wichtig, hier unten wollte ich eigentlich noch so dieses, hier haben wir noch die Schneemobilstrecke, den Angelsteg, den schönen eingeschneiten und das Eishockeyspielfeld. Und die würde ich eigentlich auch noch ganz gerne bauen. Das Eishockeyspielfeld, das haue ich jetzt einfach mal hier so rein. So, mal gucken, wo bauen wir denn das Schneemobil-Ding hier hin. Es ist natürlich unglaublich, was das an Fläche benötigt. Haben wir hier unten eigentlich Platz? Hätten wir rein theoretisch, wenn die Grundschule hier nicht im Weg wäre. Gut, dann muss die halt umgebaut werden. Die kommt jetzt da oben hin und zack. Und das Schneemobil-Ding war da. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das gewesen? Hier unten, genau. Die Schneemobilstrecke, die kommt jetzt einmal hier hin. Wunderhübsch und genau. Das passt, glaube ich. Sehr schön. Alles klar. Gut, ich mache mal Wiedergabe. Ey, die sieht ziemlich cool aus. Ja, ne? Hätte ich auch Spaß dran. Und wie gesagt, da verdienen wir dann auch ein bisschen Kohle mit. Das ist natürlich auch sehr gut und ja, sehr schön. Okay, dann mal gucken hier. Bauen die jetzt direkt natürlich neue Häuser nach dieser wunderbaren Zwangsenteignung, die es hier wieder gegeben hat. Und genau. So, jetzt gerade mal schauen, wie sieht das hier oben eigentlich aus? Wie entwickelt sich das hier? Ich habe gesehen, hier waren ein paar Ampeln, aber die habe ich schon entfernt, glaube ich, in der Zwischenzeit. Genau, das passt alles wunderbar gerade und der Verkehr hier, der kommt gerade im Moment auch ganz gut klar wieder. Staut sich natürlich so leicht, aber es geht insgesamt, wenn man das mal vergleicht mit vorher, wo das hier ewig weit rumstand alles. Genau, das passt auf jeden Fall. So, wie entwickeln sich die Gebäude hier? Da haben wir schon ein Gebäude der Stufe 5, Stufe 3 hier, so ein Gewerbebetrieb, hier Stufe 3 gleich und passt auf jeden Fall ganz gut. Oh, hier haben wir sogar schon Stufe 5 mittlerweile, sehr geil. Und mal gucken, wie viele gehen eigentlich da rein. 14 Personen können in diesen Stufe 5 Hochhäusern dann wohnen. Richtig cool und genau. Und hier haben wir 26 Haushalte sogar in diesem Hochhaus. Klasse. Ja, ne? Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt 31.200 Einwohner. Also das geht jetzt auch steil nach oben. Und mal schauen. Eigentlich könnten wir den Platz hier ein bisschen effizienter nutzen. Wenn wir das Gebäude hier abreißen. So, dann hier so eine Straße nach hier rüber setzen, so. Ne, komm, den Rest brauchen wir gar nicht. Und dann hier jetzt schön nochmal ein paar Flächen ausweisen, so. Und wir hatten mir jetzt ein paar viele Gebäude gerade abgerissen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das passiert. Also vor allem hier die, irgendwie Schwachsinn, wenn ich hier eine Straße baue,
dass die alle hier abgerissen werden. Aber gut, so ist es halt bei City Skylines. Und genau, mal schauen. So, da oben ist auf jeden Fall auch noch eine Menge frei an Flächen, wo die jetzt noch was machen können. So, hier staut sich es gerade auch so ein bisschen. Das sind vor allem die Leute, die dann hier abfahren und dann hier in das Viertel rüber wollen. Vielleicht ist es gut, wenn ich hier noch eine Querverbindung baue, die direkt als Einbahnstraße, Moment, wo ist sie? Da, mit Bäumen, direkt von hier aus hier rüber führt. Oder so, vielleicht von hier aus hier rüber. So, genau, ich glaube, das ist relativ sinnvoll. Dann hier nochmal alles neu bauen. Alles klar, sehr gut, was passiert hier? Das verbessert sich gerade, das Gebäude, ist hier eine Ampel entstanden? Ich glaube nicht, sehr gut, dann können wir das auch so lassen. Und genau. So, wir wollen wie gesagt eigentlich 34.000 Einwohner haben, denn ich möchte diesen kombinierten Frachtumschlagsplatz hier unbedingt mal bauen. Und damit wir das hinkriegen, brauchen wir auf jeden Fall noch ein weiteres Wohnviertel. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir hier möglichst schnell noch 3.500 Einwohner, ja oder beziehungsweise 2.000 Einwohner gleich, noch mit dazu bekommen. So, dafür erstmal pausieren. Kommt hier noch so ein Kreisverkehr hin? Zack, einmal hier kurz nochmal alles abreißen. Wo ist er denn? Da unten. Genau, und zwar nehme ich da den großen hier und setze den jetzt einmal hier so schön in die Mitte. Schwupp. So, anschließen. Einmal hier rüber und dann das hier rüber und hier nochmal anschließen. Zack. So, dann hätten wir den nämlich schon mal fertig und genau, ich werde hier die Autobahn Auffahrten auf jeden Fall nochmal ein bisschen größer bauen. Irgendwie hat das ja in letzter Zeit immer zu Problemen geführt, wenn ich die Straßen da anschließen wollte. So, dann hätten wir das auf jeden Fall und können jetzt hier in die Mitte ein richtig großes Wohngebiet bauen. Eigentlich könnten wir da auch gucken, ob wir da eine Straßenbahnlinie rüberführen. Jetzt gerade mal schauen. Wir haben ja hier, wie gesagt, unseren Straßenbahn-Zentralbahnhof. Ich glaube aber, viel mehr Verkehr kann er gar nicht mehr ab. Aber, nee, das geht glaube ich nicht, aber die U-Bahn, die können wir da auf jeden Fall rüberführen. Egal, das plane ich gleich alles. Und dann bauen wir so eine eigene Straßenbahn in diesen Stadtteil. So, dann gucke ich jetzt mal. Es gibt auf jeden Fall in der Mitte jetzt einmal hier so eine Verbindung, zack, die einmal hier rüber geht. Und am Ende dann gibt es dann hier einmal die Auffahrt und hier an der Stelle die Abfahrt. So, dasselbe mache ich auch nochmal hier, Auffahrt und hier die die Auffahrt hier, die Abfahrt, so rum, genau. Gut, und dann, ich würde sagen, das planen wir bis hier oben maximal. Es darf auch nicht zu groß werden, sonst kommen die Kreisverkehre damit auch nicht klar. So, in dem Sinne kommt dann hier nochmal so diese Verbindung hier hin, bis hier runter, genau. So, und was ich jetzt mache, ich baue jetzt hier eine Straßenbahn. So, und da nehme ich die Straßen hier. Diese Straßenbahn, die wird quasi so einen Ring einmal außenrum machen. So, bis hierhin. Und hier werde ich gucken, dass die möglichst keinen Kontakt hier mit diesem Verkehrsträger an der Stelle hat. Und deswegen werde ich da gleich eine Brücke hinbauen. So, und dann geht das nämlich einmal hier weiter. Zack, bis hier rüber und dann auch nochmal hier rüber. Bis hierhin. Dasselbe auch nochmal auf der anderen Seite hier. So. Einmal bis hier rüber. Genau. So, und jetzt muss ich unten auf das Straßenbahntool gehen. So, und dann nehme ich jetzt hier die zweispurige Straßenbahn, also die zweispurige Straße mit Straßenbahn, genau, und die führe ich dann einmal hier so als Brücke rüber, zack, bis hier hin und dann hier hinten wieder drauf und dasselbe mache ich auch nochmal für die Seite hier. Einmal hier die Brücke, immer so rüber und hier hinten wieder runter, genau, dann passt das, dann haben wir die Verkehrsträger nämlich voneinander getrennt und genau. So, und jetzt überlege ich gerade, ob es eventuell Sinn macht, hier in die Mitte auch nochmal so einen zentralen Umstiegspunkt zu machen mit dieser Straßenbahn. Ich glaube, das baue ich. Das macht, glaube ich, Sinn. Ich das einmal hier so rüber baue. Zack, bis hierhin. Und dann kommt hier auf jeden Fall die Einbahnstraße. Also so ein Einbahnstraßenbahngleis. So, das macht dann einmal hier den Schlenker, geht hier wieder zurück. Genau. Dann können wir das nämlich hier hinbauen, dass hier so eine Station hinkommt. Und gleichzeitig auch die U-Bahn-Station. So, und die baue ich jetzt auch schon mal direkt, damit ich das gleich nicht vergesse. Die kommt natürlich auch auf die Seite hier. Na, jetzt passt es mit den Straßenbahngleisen nicht so gut. Egal, dann bauen wir die hier hin. Und genau. So, und jetzt baue ich hier aber auch noch so einen, wenn ich hier schon so einen zentralen Platz baue, dann baue ich hier auf jeden Fall auch noch so einen Umschlagsplatz für die Busse. So einen Umschlagsplatz, sage ich schon. Ne, also so ein Busplatz halt. Genau.
So, der darf hier aber nicht verbinden, eigentlich. Eigentlich muss der hier so parallel geführt werden. So als Verbindungsstück hier. Genau. So, einmal bis hier. Genau, dann haben wir nämlich hier so unser Infrastrukturnetz und genau, das sollte dann passen. Und was ich jetzt mache, ich plane jetzt schon mal die Straßenbahnlinien soweit fertig. Gehe ich erstmal auf die Straßenbahn, auf die Haltestelle. So, und da ist wie gesagt der Punkt direkt hier. So, dann fährt ihr einmal hier rüber, hält hier, hier und genau, macht dann einmal hier schön den Kreisel. Auf jeder Seite so 3 bis 4 Haltestellen hier. Genau, dann hier nochmal an der Ecke und führt dann hier zurück, hält hier in der Mitte nochmal und schließt dann hier ab. Genau, und dasselbe baue ich jetzt auch nochmal in die andere Richtung. So, uppala, nee, anders, so. Also ich baue dann hier quasi nochmal so eine Straßenbahnlinie, die dasselbe nochmal parallel in die andere Richtung macht. So, einmal hier, einmal hier. So, dann benutzt ihr natürlich die ganzen Stationen hier mit. Zack und zack. Und genau, schließt dann hier abschließend wieder ab. Sehr schön. Gut, die U-Bahn, die muss ich auf jeden Fall auch noch anschließen. Und ich würde sagen, wir haben ja hier schon mal so ein Stückchen gebaut mit dieser U-Bahn hier. Und die Linie können wir hier eigentlich dann wunderbar so als Ringlinie jetzt konzipieren. Aber muss ich jetzt gerade mal gucken, welche Linie war das denn? U-Bahn, wo ist sie denn? Hier. Das müsste, glaube ich, die U-Bahn sein, genau. Das ist die hier. Die reiße ich nämlich jetzt ab. Da kommt jetzt eine andere hin. So, und genau, die startet einfach mal hier oben. So, zack, geht dann hier rüber. Geht dann hier rüber und geht dann anschließend hier rein und geht dann hier rüber und dasselbe auch nochmal in die andere Richtung. Das heißt, hier unten startet die dann, geht hier lang, hält auf der Seite, fährt einmal auch da hinten rein und genau, geht dann hier lang. So, und ich überlege gerade, wenn ich die schon als Ringlinie konzipiere, dann sollten wir auch quasi gucken, dass die Züge sich hier nicht gegenseitig blockieren. Das heißt, das Gleis kommt weg und genau, die sollten dann alle dann hier so rumfahren. Gut, jetzt gleich mal gucken. So, mal gucken, irgendwie geht das jetzt. Und wenn ich die Linie hier plane, dann. Genau, das muss doch hier rüber gezogen werden, mein Lieber. Hallo? Wieso geht denn das jetzt wieder nicht? Ah, ich liebe dieses Planungssystem manchmal, wenn es einfach nicht will. So. Gut, dann reiße ich hier nochmal kurz die Station ab. Autsch, was ist denn jetzt passiert? Irgendwie ruckelt es gerade wie Sau. Das ist echt heftig. Ich muss die Linie nochmal neu planen. Ich habe gerade Mist gebaut. So, das heißt, U-Bahn Linie 3 und die Linie 2, die müssen auf jeden Fall abgerissen werden. So. Und noch einmal. So, einmal bis hier. Und dann geht die unten lang und so. Und dasselbe nochmal in die andere Richtung. Das heißt, hier hält hier unten. Habe ich den Bahnhof vergessen? Nee, Quatsch. Okay. Hauptbahnhof habe ich auf jeden Fall angeschlossen. Das ist wichtig. Genau. So, nächstes Thema. Wir müssen auf jeden Fall gucken, natürlich, dass die Bürger in diesem Viertel heizen können. Deswegen hier auch nochmal schnell die ganzen Rohre verlegt. So. Den kleinen Fitzel da oben bei dem Autobahnkreuz. Hier, den brauchen wir nicht. Das ist egal. Genau. So, einmal hier rüber und dann hier und hier und hier und hier. Sehr schön, wunderbar. Das hätten wir. So, das nächste, was ich jetzt plane, Busse. Ich überlege gerade, was sinnvoll wäre. Eigentlich wäre es gut, wenn wir vielleicht erstmal das Straßennetz für die Busse bauen könnten. Alter, was ist denn gerade mit der Performance los? Das ist so heftig. Ich wechsle hier das Straßen zum Straßenbautool und der hängt erstmal wie sonst was. Das ist echt der Wahnsinn gerade. So. Dann hier in der Mitte nochmal, genau. Und dasselbe auch nochmal hier. Dann können wir hier auf jeden Fall gut so eine Buslinie planen und genau die auch nochmal nach hier außen verbinden, diese beiden Straßen. Vielleicht auch noch an der Stelle nochmal. Und genau hier in der Mitte versuche ich möglichst wenig zu erzeugen an Kreuzungen. Dadurch, dass hier die Autobahn abgeht, hier in der Mitte, versuche ich, dass da keine Kreuzungen mit Auffahrten entstehen, außer diese zentrale Kreuzung hier unten. Die hier. So, und die Kreuzung dann stattdessen hier schön auf die Querstraßen draufgehen lasse. So. Schließe ich dann auch nochmal hier an, hier und ja, da unten vielleicht noch. So, damit hätten wir das Viertel jetzt fertig geplant und boah, was ist denn gerade los mit der Performance? Das ist echt unglaublich. So, ich schließe das hier nochmal so an und mache hier nochmal so eine Querverbindung, die ich dann hier baue. Gut, so, damit hätten wir. Oh, die Heizungsverfügbarkeit, die ist gerade schon im kritischen Bereich. Da müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen.
Wie mache ich das jetzt am besten? Wo würde denn hier noch ein Heizkraftwerk hinpassen? Eigentlich könnte ich hier oben noch so ein bisschen was dran bauen. Hier hätten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Ich meine, da oben haben wir den Kreisverkehr, dann kommt hier noch einer hin für dieses Zwischenviertel. Dann kann ich nämlich hier eventuell noch so ein Viertel planen, nur für solche Sachen wie Heizkraftwerk etc. Huch, das war jetzt doof. So soll das natürlich nicht aussehen. Genau, wo ist denn das Heizkraftwerk jetzt? Da unten, genau. So, was macht das eigentlich Lärm? Lärmbelästigung, ja, auf jeden Fall. Dementsprechend hier so ein bisschen rübersetzen. So, und dann hier vielleicht noch direkt zwei Stück hin. Gut, und die schließe ich jetzt natürlich erstmal an hier. Zack und zack und zack. Ich hoffe, die kriegen jetzt Strom hier. Nee, natürlich nicht. Da muss ich auf jeden Fall auch noch gucken, dass ich Strom rübersetze. Was ist denn hier los? Muss mit Linien verbunden sein. Das ist doch mit Linien verbunden. Ach so. Ja, natürlich. Hier drüben die Straßenbahn. Die kommt halt gerade keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Da muss ich jetzt natürlich mal gucken. Wie kriege ich das denn jetzt am besten darüber? Eigentlich. Ja, gut. Ich habe eine Idee. So, ich nehme einmal hier diese Straßenbahngleise an der Stelle. Werte das jetzt alles hier erstmal auf. Bis hierhin. So, und hier wird jetzt leider ein Gebäude weg müssen. Zwar die Müllverbrennungsanlage, aber das ist gar kein Problem. Die setzen wir einfach hier rüber. So. Und dann kommt hier jetzt eine Brücke. So, jetzt mal gerade schauen. Genau, das passt soweit. Die kriege ich dann auch hier rüber. So, bis hierhin. Wobei, das ist gefährlich. Ich muss gerade, das war, ich habe ja eine normale Straße gerade gebaut. Die können auch andere Fahrzeuge mit benutzen. Ich muss hier gucken, dass diese Straße hier nur von den Straßenbahnen genutzt wird. So. Genau. Das sollte so passen. Sehr gut. Alles klar. Damit hätten wir das jetzt ange. Was ist denn jetzt hier los? Von wegen Linien nicht angeschlossen. Kann eigentlich nicht sein. Hallo. So, nochmal gucken. Ja, das ist doch alles super hier. Was will er denn? So, jetzt funktioniert es wieder. Genau. Damit hätten wir das jetzt auf jeden Fall angeschlossen hier und hätten ja auch eine direkte Verbindung natürlich mit dem Depot. So, was werde ich hier noch bauen? Ich werde jetzt gucken, auf jeden Fall eine Straßenmeisterei, eine neue. Die werde ich da oben auch noch hinsetzen, dass die Straßen hier auch instand gehalten werden und so ein Schneeräumdepot kommt hier auf jeden Fall auch noch hin. Gut, und dann können wir jetzt anfangen, das Viertel soweit zu planen. Ich hatte vor, hier oben wie immer so ein bisschen Gewerbegebiet hinzubauen. Zack, 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 einmal hier. So, und hier oben in der Ecke, wo es eh so ein bisschen lauter ist, da können wir nochmal so ein Partyviertel hinbauen. Also quasi hier diese Ecke. Die weiß ich jetzt, glaube ich, auch schon so weit als Stadtteil einmal aus. Ja, gerade mal gucken, hier. Genau, das Viertel hier einmal so ein bisschen als Partyviertel sozusagen definieren. So. Das hier wird Tourismusspezialisierung, hier die Ecke. Und der Rest, genau, bis hierhin. Und der. Ah, na. Ich überlege gerade. So, gerade mal hier schön an der Straße die Kante entlang machen. So, und genau das hier werde ich dann ein bisschen anders konzipieren. So, genau. Dass sozusagen alles, was unterhalb dieses Quadrates hier ist, ja, normal ist. Sozusagen ein normales Viertel. Gut, das plane ich dann auch nochmal schnell hier. Und das hier muss auch nochmal kurz ein bisschen vollständiger bis zu diesem Punkt hier ausgewiesen werden. Sehr gut. Genau, bis hierhin. Und dann passt das soweit, glaube ich. Ja, sehr gut. Alles klar, dann weiß ich jetzt auch schon mal hier den Rest aus. Und genau, das werde ich jetzt erstmal mit diesem Straßentool hier machen. Diesem ganz normalen. So. Einmal bis hier hoch. Genau, whoppala, das war jetzt falsch. Genau, schön an der Straße hier. Muss ich gleich nochmal ein bisschen Feintuning hier machen, vor allem an der Ecke hier oben. Da hat der mir das wieder ein bisschen zerhauen hier. Zack, einmal hier so hoch, schön. Und das Partyviertel dann auch einmal schön hier runter. So. Und genau, der Rest passt, glaube ich, so. Das habe ich, glaube ich, soweit sauber abgegrenzt. Das sollte hinhauen. Vielleicht hier die Ecke nochmal ein bisschen genauer. Gut, dann fangen wir jetzt an mit der Planung. Ich habe, wie gesagt, da oben jetzt die ganzen Gewerbegebiete hier. So, einmal hier runter bis hierhin. Hier kommen noch so ein paar Bürospezialisierungen dazu, wo dann eben Dienstleister sich dann breit machen können hier in diese Pufferzone. Und genau, einmal hier.
So, und hier unten kommt Wohngebiet hin. So, und das werde ich dann einmal so richtig groß planen. Hier einmal schön das Quadrat ziehen, dass wir möglichst alles erwischen. Und genau, Stromanschluss haben wir, glaube ich, noch nicht gelegt. Den müssen wir auch noch kurz rüberlegen. Ich gucke gerade, ob ich dann hier eventuell genug Platz habe, um das rüberzulegen. Ja, genau, die haben keine Heizung, sagen sie gerade. Das haben wir gerade schon gelöst, das Problem. Genau, dann legen wir den Strom hier einmal rüber und... Ja, jetzt Wiedergabe und jetzt hoffen wir, dass das alles soweit hier sich gut entwickelt. So, verfügbarer Strom sieht auch im Moment ganz gut aus. Heizung ist auch wieder im grünen Bereich. Wir müssen aber auf jeden Fall mit dem Wasser gucken. Da brauchen wir eine neue Pumpe. So, da bauen wir direkt mal 2, 3 neue hin und hier unten vielleicht noch eine neue Kläranlage. Na, geht es vielleicht auch ohne die Häuser hier abzureißen? Das wäre natürlich ganz schön. So, sehr gut und dann ganz wichtig natürlich das Ding anschließen und... Die Dinger hier müssen auch natürlich nochmal miteinander verknüpft werden, verbunden werden. Damit sollte es passen. So, und der Strom ist im Moment eigentlich im grünen Bereich. Ich baue trotzdem nochmal hier so ein paar weitere. So. Schön in Reihe und Glied hier. Zack. So, damit sollte das jetzt auch passen. Und ja. Gut, jetzt mal gucken, wie entwickelt sich das Gebiet hier drüben. Dürfte jetzt natürlich, vor allem wenn hier erstmal was gebaut wird langsam, mega viel Stromausfall geben. Ich sehe gerade, ich habe aber was ganz Wichtiges noch nicht gebaut. Das sind nämlich die Parkanlagen. Und so ein bisschen Freizeit wollen wir natürlich auch bauen. Mal gerade schauen, passt das hier überhaupt irgendwie hin? Ja gut, das passt hier hin und... na, da haben wir doch, da kriegen wir das noch hin. Und diese Schneemobilpiste, die ist einfach viel zu groß. Was haben wir denn hier noch? Angeltouren, Yachthafen, einen Reiterhof. Komm, den bauen wir auch noch. Vielleicht eher hier oben hin dann, so, zack. Und ja, hier unten kriegen wir den, glaube ich, nicht mehr hin. Hier ist, glaube ich, alles zu. Genau, aber Parkanlagen können wir auf jeden Fall auch nochmal bauen. Och, ich sehe gerade, hier gibt es noch viel mehr. Ein Eiskulpturenpark, cool. Da brauchen wir auf jeden Fall auch ein bisschen was. Was haben wir denn hier noch? Eine Skihütte, ach wie schön. Komm, bauen wir auch noch 2 Stück. Was haben wir hier noch? Ein Langlaufpark, genau, also irgendwie alles, was mit Winter zu tun hat. Was ist das hier? Ein Rodelhang. Wie geil ist das denn? Also, ich hatte damals bei mir, also meiner Kindheit auch so einen Rodelhang, aber nicht irgendwie so künstlich angelegt. Ne? Also, das ist irgendwie super geil. Korrekt. Was ist das hier? Eine Schlittschuhbahn. Ach, ist ja schön. Komm, dann können die Leute hier Schlittschuhfahrt laufen. So ganz romantisch. Miteinander, ne? Und ein Grillpark. Komm, grillen im Winter. Wer hat es nicht auch schon gemacht? Genau, und dann natürlich die Spielplätze. So, kann man richtig schön im Winter die arschkalte Rutsche runterrodeln. Und was haben wir noch? Oh, den Skipark habe ich gerade übrigens da, Spielplatz habe ich gerade übrigens ins Partyviertel gebaut. Ich denke mal, das gibt auf jeden Fall Ärger. Da wird wahrscheinlich nur Unsinn gemacht. So, mal gucken. Irgendwelche Besoffenen, die ja von den Schaukeln runtergekratzt werden müssen. So, und jetzt mal gucken hier, den Park noch. Wir haben diesen ganz großen Park, den können wir nicht bauen. Und den großen Spielplatz, ich glaube, der passt hier auch nicht mehr hin. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Boah, was ruckelt das denn gerade so? Hammer. Egal, aber den Picknickpark, den baue ich eigentlich immer. Den kriegen sie jetzt auch noch. Und jetzt das nächste, was ich jetzt machen werde. Busse, genau. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ich würde das Viertel aber ganz gerne noch fertig bauen. Deswegen, wir haben jetzt ja hier Straßenbahnen und alles gebaut. Und das nächste, was ich jetzt hier baue, sind auf jeden Fall erstmal die Buslinien. So, aber mal schauen, wie baue ich die dann? Die geht dann hier ab, biegt dann einmal hier ab, geht hier durch, zack, zack. Bis hierhin und, genau, nimmt einmal so richtig schön hier diese Rotation. Damit sollte das jetzt auch passen und dasselbe mache ich auch nochmal für die andere Seite hier. Jetzt dann hier die Buslinie, die dann einmal hier hochfährt, hier fällt, in das Viertel einmal reingeht. Zack, einmal hier rum. Bis hierhin und dann, genau, hier wieder abschließt. Dasselbe jetzt auch nochmal hier oben. Da werde ich jetzt auch nochmal so eine kleine Rundlinie bauen quasi, die dann hier reingeht, hier rein, bis hierhin und dann hier wieder zurück. So. Und die, warte mal, ich baue das anders. Die hält dann hier oben einmal und geht dann hier wieder rein. So. Gut. Und jetzt brauchen wir noch so eine Linie, die dann vielleicht das hier alles nochmal so in der Mitte hier verbindet. Können wir auch bauen, die nimmt dann hier quasi die Abfahrt, hält dann hier, geht hier rein, geht einmal bis hierhin, bis nach hier oben, geht dann hier drum, hält dann noch einmal hier auf dieser Seite, geht dann hier rüber und boah,
34.000 Einwohner, wir haben es geschafft. Unser Ziel ist erreicht. Das heißt, in der nächsten Folge können wir dann den Frachtumschlagsplatz bauen und saubere Atomenergie. Ich meine, um die Endlagerung müssen wir uns hier in diesem Spiel keine Sorgen machen. Von daher top. Alles gut, ne? Es gibt auf jeden Fall keinen Atommüll, der da anfällt und dementsprechend ist das in diesem Spiel hier tatsächlich sogar saubere Energie. So, wir machen jetzt erstmal Fast Forward und gucken mal, wie sieht das jetzt hier mittlerweile aus. Ja, perfekt, das Viertel ist auch komplett mit Strom versorgt, sehe ich gerade, wie das? Die haben hier doch gar keine Verbindung. Ach, das reicht hier unten anscheinend gerade so aus irgendwie, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehr cool. Gut, Leute, damit wären wir am Ende der Folge angelangt. Ich werde das jetzt in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen laufen lassen und bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, Daumen nach oben da lassen, um uns unseren kleinen Kanal hier ein bisschen zu unterstützen und natürlich die größte Unterstützung, die ihr für uns, ja, uns sozusagen geben könnt, wäre es natürlich, wenn ihr auch ein Abo direkt da lasst, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Ja, und in diesem Sinne würde ich dann sagen, haut rein, bis morgen, wenn dann die nächste Folge erscheint. Ich glaube, das ist sogar Folge 20, dann die Jubiläumsfolge. Deswegen in diesem Sinne dann bis Folge 20, wir sehen uns. Stay tuned, bis dahin, haut rein, euer Memphises, ciao.